Willkommen zurück bei Videogems. Willkommen zu In Serie. Thema Dragon Ball Z Butoden. Wie auch bei Videogems und Videoturds wird es hierbei in Serie oft persönlich. Aber ich möchte nicht zu sehr auf meine Geschichte mit Dragon Ball eingehen. Sagen wir, ich kannte Dragon Ball früher als die meisten, aber zum Fan wurde ich auch erst später bei der TV-Ausstrahlung. Da wir danach relativ lange auf Dragon Ball Z warten mussten, habe ich mir viel übers Internet besorgt. Ja, das ging damals auch schon. Da gab es ganz kleine Videodateien mit richtiger Mika-Auflösung, die heute niemand mehr mit der Kneifzange anfassen würde. Und seitdem bin ich auch Fan des japanischen Originals. So, das war's. Auf mehr muss ich eigentlich nicht eingehen. Das würde auch zu viel Zeit beanspruchen. Nein, wir gehen direkt in Serie. Genauer gesagt, wir schauen uns die Dragon Ball Z Butoden-Serie an. Erstmal muss man sagen, ja, es sind Fighting Games. Die waren ja Anfang, Mitte der 90er sehr in. Aber, wie viele Spiele, die auf einer Anime-Lizenz basieren, versucht die Butoden-Serie, die Eigenheiten ihrer Lizenz zu vermitteln. Klingt ein wenig hochgestochen, ich weiß. Ich will nur sagen, erwartet kein Street Fighter, erwartet keine wirklich guten und tiefen Fighting Games. Um die Spiele zu mögen, hilft es, wenn man eben Dragon Ball Z-Fan ist. Wobei, es gibt Ausnahmen. Kommen wir zum ersten Spiel. Dragon Ball Z Super Butoden auf Super Famicom bzw. Super Nintendo. Das erschien in Japan am 20. März 1993, in Europa am 30. November, wenn auch nur in Frankreich und Spanien. Ja, das Spiel war das erste Fighting Game mit Dragon Ball Lizenz. Es gibt eine relativ überschaubare Anzahl an Kämpfern. Der Story Mode geht vom 23. Tenkaichi Budokai bis zur Cell Saga. Das Spiel führt schon eine Steuerung und Features ein, die die meisten Nachfolger auch übernehmen. Man kann kicken, man kann schlagen, man kann Ki-Angriffe, also Energiebälle, schleudern, man kann eine Ebene nach oben fliegen und, sehr cool, es gibt ein Splitscreen, wenn man sich zu weit vom Gegner entfernt. Das war damals ein echter Hingucker und zusammen mit den zwei Ebenen ein Feature, das viele Butoden-Spiele bieten. Außerdem kann man dashen und den Gegner damit sogar rammen. Sein Ki kann man übrigens nicht selber aufladen. Das geschieht im Laufe des Kampfes, wenn man den Gegner angreift. Und selbstverständlich hat jeder Kämpfer verschiedene Special Moves. Es gibt allerdings kein Kombosystem, wie wir es heute kennen. Und kommen wir nochmal auf die Special Moves zurück, die sind alle unglaublich frickelig auszuführen. Der Computer hat natürlich keine Probleme damit. Der macht Special Moves am laufenden Band. Dazu kommt ein sehr schlechtes Treffer- und Blockfeedback und ja, das Spiel spielt sich einfach nicht gut. Man merkt, die Entwickler hatten eine Idee, aber wussten nicht so recht, wie sie diese umsetzen sollen. Die Stages sind mir auch zu klein. Der Story-Mode, der ist an sich recht cool, aber auch relativ schwierig. Schön ist, man kann sich seinen Fighter aussuchen vor jedem Kampf. So kann man zum Beispiel Vegeta mit Piccolo besiegen, statt mit Goku. Die Grafik ist, naja, jetzt kein großer Hingucker, zweischneidig. Die Hintergründe sind okay, die Sprites sind auch detailliert, aber ein bisschen klein und sehr armselig animiert. Die Musik ist stellenweise großartig, wahrscheinlich der einzige Punkt, der am Spiel richtig gut ist. Wobei es hier keine Musik aus der Serie gibt. Für das Spiel wurde extra Neumusik komponiert. Und es gibt natürlich japanische Sprachausgabe, wenn man das so sagen kann. Die Figuren schreien halt, sie sagen ihre Attacken, es gibt Kampflaute und so weiter.
Ja, der Einstieg in die Butoden-Reihe. Nicht besonders gelungen, man kann sehen an den Features, da war eine Idee. Die Ausführung war nicht so gut. Leider ein Spiel, das man heute wahrscheinlich nicht mehr so oft in die Konsole kloppt. Dann kommen wir zu Dragon Ball Z Super Butoden 2. Das ist ebenfalls auf dem Super Famicom bzw. Super Nintendo erschienen. Und zwar in Japan am 17. Dezember 1993. In Europa kam es wieder in Frankreich und Spanien heraus im Juni 1994. Es wurde später nochmal neu veröffentlicht auf dem 3DS. Und zwar als Bonus für Extreme Butoden. Ja, nachdem der erste Teil doch eher enttäuschend war, da hatte ich persönlich ja nicht so viel Hoffnung für den Nachfolger, den ich damals übrigens, ROMs und Emulatoren sei Dank, direkt danach gespielt hatte. Aber ich wurde mehr als positiv überrascht. Hier begann eigentlich meine Liebe zur Butoden-Reihe. Und auch heute noch spiele ich den zweiten Teil sehr gerne, denn es wurde so ziemlich alles verbessert. Natürlich ist es immer noch kein tiefes Fighting-Game, aber wenn man das Gameplay mag und bei Teil 1 einfach enttäuscht war, dass sie es mies umgesetzt haben, da wird man hier fündig. Aber man muss sagen, richtige Kombos gibt es nach wie vor nicht und der Flow bleibt eher gemächlich. Die Steuerung ist aber sehr viel besser, es geht alles viel besser von der Hand, die Spielgeschwindigkeit ist schneller und der Ablauf ist einfach viel besser abgestimmt. Man kann den Gegner nicht mehr mit einem Dash rammen, aber ich glaube, das ist ein Feature, das wird niemand vermissen. Wenn man den Splitscreen aktiviert hat und dann ein Super Special, wie zum Beispiel ein dickes Kamehameha auslöst, dann gibt es eine Art Zwischensequenz. Der Gegner hat dann ein wenig Zeit, einen Konter oder einen Block einzugeben. Schafft er das nicht, wird er halt getroffen und kriegt die volle Packung ab. Kann er einen Konter anbringen, gibt es auch ab und zu einen coolen Beam Clash. Bei der Kämpferauswahl fällt erstmal auf, dass Goku fehlt. Die Story geht nämlich von der Cell-Saga bis Dragon Ball Z Movie 9, in dem Gohan gegen Bojack und seine Raumpiraten kämpft. Außerdem gibt es danach noch Broly als Bonusgegner. Übrigens, Bojack und seine Truppe kann man natürlich auch im Versus-Mode spielen. Überhaupt, diese Figuren haben erst sehr viel später wieder einen Auftritt in einem Videospiel. Der Story-Mode ist sehr viel ausgereifter. Es gibt viel Text, es gibt Entscheidungsmöglichkeiten, man muss oft sehr viel hin und her und es gibt sehr viel What-If-Stories. Es gibt natürlich auch einen Code, mit dem man doch noch mit Goku spielen kann. Und sogar mit Broly. Übrigens, diese versteckten Kämpfer sind in der französischen PAL-Version von Anfang an wählbar. Die Sprites und Hintergründe sind viel besser, leider ähnlich mies animiert wie im Vorgänger, aber nun ja, es stört auch nicht großartig. Die Musik bleibt gut, man baut aber nicht unbedingt auf den Vorgänger auf, was das angeht. Ach ja, übrigens, die Musik in der 3DS-Version ist anders. Die Originalmusik damals stammt von Kenji Yamamoto. Was genau es mit diesem Herrn auf sich hat, nun ja, googelt einfach. Kurz gesagt, viele seiner Stücke haben sich zu sehr an die anderer Musiker angelehnt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und so wurden fast sämtliche Stücke ausgetauscht, ob sie kopiert waren oder nicht. Das gab damals auch einen großen Skandal, kurz vor Ende der Dragon Ball Kai-Ausstrahlung in Japan. Sehr schade, denn ich finde alle Songs von Kenji Yamamoto großartig. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, googelt einfach mal. Sprachausgabe gibt es natürlich auch wieder. Es gibt ein bisschen mehr und sie kommt mir auch klarer vor. Alles in allem kommt Stimmung auf.
Spiel und Gameplay sind klar, es geht gut von der Hand. Es ist zwar immer noch schade, dass manche Specials sehr komisch ausgeführt werden und es keine Kombos gibt, aber wenn man sich auf das Spiel einlässt, kann es durchaus Spaß machen. Ich hau's auch heute noch gerne in die Konsole. Dann erschien Dragon Ball Z Buu Retsuden. Und zwar nicht für das Super Famicom, sondern für Mega Drive. Das Spiel erschien in Japan am 1. April 1994. Ja, kein April-Scherz. Und in Europa, in Frankreich, Spanien und Portugal im Juni 94. Nach dem erfolgreichen zweiten Teil warteten Spieler natürlich auf den unvermeidbaren dritten. Doch erst wurden Mega Drive-Besitzer mit einem eigenen Butoden bedient. Gerüchte besagen, dass es quasi für Europa entwickelt wurde. Zwar dominierte Nintendos Super Famicom in Japan, doch in Europa war Segas Mega Drive gut dabei. Das ergibt auch Sinn, denn das Spiel war länger in Entwicklung als die Butoden-Spiele für Super Famicom. Es wurde also mehr Geld reingesteckt. Geld, das man mit einem Mega Drive-Spiel auf dem japanischen Markt allein wohl schwer wieder reinbekommen hätte. Erstmal fällt natürlich auf, das Spiel hat kein Butoden im Titel. Aber es ist eines. Es spielt sich nämlich sehr ähnlich wie der zweite Teil für Super Famicom. Allerdings hat man nur drei Knöpfe zur Verfügung und keinerlei Schultertasten. Logisch. Dennoch funktioniert die Steuerung prächtig mit nur drei Knöpfen. Vieles geht natürlich in Kombination mit dem Steuerkreuz. Um zu dashen, drückt man nun zweimal nach hinten bzw. nach vorne, wie das in modernen Fighting Games auch ist. Ja, und auch sonst finden wir hier vieles, das es schon bei Super Butoden 2 gab, inklusive einen recht gut inszenierten Story Mode. Und zum allerersten Mal kann man auch Kurelin und Ginyo anwählen. Und, Rikum auch. Toll. Ja, es spielt sich annähernd so gut wie Teil 2. Wobei es neue Features gibt, wie Specials, die den Gegner aus dem Screen befördern. Leider gibt es hier immer noch kein Kombosystem. Die Grafik ist relativ ansehnlich, ein bisschen matt und es werden allgemein keine Bäume ausgerissen. Die Hintergründe bleiben auch langweilig. Aber ich habe das Gefühl, die Sprites haben ein bisschen mehr Frames als zum Beispiel Teil 2 auf dem Super Famicom. Und die Animationen sind teilweise sehr detailverliebt. Zum Beispiel regeneriert Piccolo seinen Arm, wenn man einen Super Special nicht richtig blocken konnte. Natürlich gibt es hier auch den Splitscreen. Der sieht technisch sogar recht beeindruckend aus. Die Soundeffekte sind auch gut. Nicht ganz so knackig wie auf dem Super Famicom und ab und zu werden sie leider auch geschluckt. Sprachausgabe gibt es auch, aber sie ist nicht so zahlreich wie bei den Super Famicom-Spielen. Ein sehr schönes Spiel in der Reihe. Teilweise besser als Super Butoden 2. Ich würde sagen, Mega Drive-Besitzer mussten nicht neidisch rüberschielen. Nun kommen wir endlich zu Dragon Ball Z Super Butoden 3. Für, natürlich, Super Famicom. Es erschien in Japan am 29. September 1994 und wieder in Frankreich und Spanien im März 1995. Es kam also nur wenig später nach Buu Retsuden für Mega Drive heraus. Das Spiel ist ein konsequenter Nachfolger zu Teil 2. Fast. Denn, Moment mal, wo ist denn der Story-Mode? Oder nur ein Arcade-Mode? Tja, gibt es nicht. Man kann im Versus-Mode Einzelkämpfe gegen den Computer oder einen Mitspieler bestreiten oder sich an einem Turnier versuchen. Aber das war's.
Unverständlich. Jedenfalls konnte ich nicht herausfinden, wieso das Spiel so spartanisch ausgestattet ist. Es hatte auch scheinbar eine längere Entwicklungszeit als Teil 2. Ja, sehr schade. Die Zutaten waren alle da. Die Kämpferauswahl basiert auf der Buu-Saga. Das heißt, es gibt sehr viele neue Kämpfer und damit neue Sprites und Animationen, neue Hintergründe, neue Musik. War es wirklich so schwer und so zeitaufwendig, jetzt noch einen billigen Story-Mode mit ein bisschen Text zusammenzuschustern? Das eigentliche Gameplay ist fast 1:1 das gleiche wie bei Super Butoden 2. Wer das mochte, der kommt auch mit Teil 3 bestens zurecht. Ja, ansonsten könnte ich noch sagen, dass ich die Grafik hier etwas schlechter finde. Irgendwie wirken die Effekte nicht mehr so schön, die Farben wirken ein bisschen blass, aber es ist noch okay. Mehr kann man eigentlich zu Super Butoden 3 nicht sagen. Es ist kein schlechter Abschluss für die Reihe auf den 16-Bit-Konsolen, aber auch kein krönender. Dank wenig Singleplayer-Modi. Nach Super Butoden 3 kam noch, recht spät im Lebenszyklus des Super Famicoms, Dragon Ball Z Hyper Dimension. Da das Spiel aber nicht Teil der Reihe ist, erwähne ich es nur kurz. Ja, Freunde, das war Folge 1 von In Serie Dragon Ball Z Butoden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Folge 2 geht die Reihe auf den 32-Bit-Konsolen von Sony und Sega weiter. Bis dann!